Ich begrüße dich im Schulgarten vom Inforama Waldhof. Es ist Ende Mai, bereits einen Monat wieder rum. Und wir haben hier unsere Blumen gebracht, sind wir am Ausmachen, dass wir einjähriges reintun können. Und wir sehen hier noch etwas. Die Tulpenzwiebeln hätten wir drinnen lassen können, wenn sie genug tief gesetzt hätte. Das wäre etwa so. Aber wir nehmen sie daraus, können sie trocknen und dann können wir im Herbst wieder setzen. Die Tulpenzwiebeln hat Samen gemacht. Und wenn wir hier eine Tulpe nachziehen, geht das 8 Jahre, bis wir nachher eine blühende hätten. Also, dann können wir noch etwas durch den Garten. Das sind die einjährigen Blumen, die haben wir ausgesät, pikiert und jetzt eben gegolmet bis so nach den Eisheiligen. Und die würden wir jetzt in die neuen Bandeli setzen. Hier haben wir den Setzling, den haben wir das letzte Mal drin gehabt. Wir haben ihn jetzt rausgezügelt. Und so Ende Mai, Anfang Juni ist ein guter Zeitpunkt für späte Gemüse zu setzen. Diese Beeren haben wir das letzte Mal miteinander unterlegt und jetzt sind die so notis noch reif. Dann haben wir unseren Versuch mit den eiweißhaltigen Gemüse, also Linsen, Bohnen, so diese Geschichte. Und dann die Spargel, die jetzt schon recht gross hochgewachsen sind. Und hier unsere Palette Kürbis. Und die haben wir auf Folie gesetzt, dass die Gärtner nicht so hochkommt. Und das Schwarze hilft auch mit, dass sie etwas wärmer haben und dass sie gut wachsen. Wir haben ja das frühe Gemüse gesetzt und das ist jetzt gewachsen. Das letzte Mal hat es noch ganz klein ausgesehen. Aber jetzt hier haben wir Erbsen und Kiefer und gerade Salat. Unten sind Blumenköhle und Brokkoli mit Spinat und auch Salat und Radieschen hat es dort. Dahlien haben wir hier gesetzt. Das ist etwas, das ja nicht gerne kalt hat. Und gerade am Anfang muss man so ein bisschen schauen, dass die Schnecken sie nicht gerade sofort nehmen. Aber jetzt so in diesem Stadium kommt das gut. Später werden wir sie noch aufbingen. Und nachher werden sie blühen. So ab Juli werden wir die hier schneiden. Unser Kräuterbeet ist am wärmsten Platz vom Waldhof. Und es kommt ganz gut. Im Moment ist es richtig schön. Mit den grünen Blättern, aber auch mit den bunten Blättern. Mit der Thymian, die hier so auch ein volles Polster gibt. Voll Beine natürlich. Für das sind Kräuter ideal für auch eben Insekten. Wenn wir sie jetzt schneiden wollen, wir machen das hier gerade schnell an der Zitronenmelisse. Und ich lasse ungefähr ein Drittel stehen, damit sie wieder austreiben können. Und das gibt ja jetzt extrem viel. Etwa so grosse Büschel, die sie zusammenbinden und dann auf dem Estrich trocknen. Dann haben wir nachher etwas für die Kräutermischung oder ja, vor allem Teemischung. Ich bin nach wie vor sprachlos, was hier an diesen Beeren ist. Also die Heuberien haben angeheicht, das ist unglaublich, wenn man hier die Zotteln schaut. Und jetzt, sobald dass sie dann so ein bisschen blau werden, tun wir ihnen ein Kulturschutznetz drüber, dass die Vögel nicht dahinter gehen und die Kirschessigfliegen auch gerade nicht. Mehr Trübeli haben wir ja das letzte Mal auch schon angeschaut miteinander. Und heuer ist also ein unglaubliches Bärenjahr, was hier dran hängt. Ja, da gibt es etwas zu tun und auch zum Einmachen nachher etwas Gutes. Und ich habe das letzte Mal gesagt, Lüs könnte ein Problem sein. Und genau so sah es aus. Und dann würde ich mir auf alle Fälle spritzen mit Schmierseifenwasser. Weil wenn ich hier kehre, sehen wir es eben nachher hier drinnen hocken oder also saugen. Und durch das verkrüppelt es nachher die Blätter und die Zellen. Wir sind hier bei den Brummeli. Auch die haben ja das letzte Mal angefangen zu blühen. Und jetzt sind sie eigentlich schon durch. Geragelt voll hier. Und was sie hier gemacht haben, sind eben die Jungruten. Und die bringen jetzt hierher einfach ganz lose und locker mal her, dass wir dann gebig ablesen können hier. Zurückschneiden und erdünnern, das machen wir dann später. Also hier haben wir etwas, das uns ein bisschen ärgert, dass es passiert ist. Weil die Beerenanlage haben wir eigentlich frischer erstellt und an einem Ort, wo wir noch nie Beeren hatten. Das sind die herbsttragenden Himbeeren oder Himbeere. Und das wäre ein frischer Trieb, der hier eigentlich hochkommt. Und jetzt gehen die so noch ab. Und eigentlich, wenn wir hier lochen oder die Wurzelstöcke ausmachen, haben die keine Würze mehr dran. Und es ist also ein Wurzelsterben, das eigentlich auf müdem Boden mehr passiert. Und vor allem auch mehr bei den sommertragenden Himbeeren als bei den herbsttragenden. Es ist jetzt für uns ein kleines Rätsel, was wir hier gescheit machen sollen. Wieder noch einmal setzen und versuchen, Boden auswechseln oder was auch, weil eigentlich sollte man hier nachher keine Himbeere mehr setzen, wenn sie das haben. Die Gärtnerei ist noch nicht ganz leer. Ihr seht vor allem hier Granium, das sind die Mutterpflanzen. Die tun wir durch den Sommer jetzt raus und dann nehmen wir sie wieder rein, damit wir junge schneiden können.
Dann haben wir weiter auf dem Bettli mit den gelben Margeriten und Weisse auf dem Spiegel. Das sind Sachen, die wir dann in die Rabatte setzen. Die Tomaten, die hier so säuferlich hochkommen. Und dann wieder noch unsere Schnittblumen, dass wir auch einen wöchentlichen Blumenschmuck machen können. Das ist unser Warmteil und auch hier mingert es noch. Wir haben noch ein paar Pflanzen, die wir auch in die Rabatte tun. Noch Sachen, die bestellt sind. Und nachher ist das kurz um einmal leer und eben nicht ganz so voll wie gerade im April.